Wie? Man kann sich ausrechnen, wie viel man bei einem Sponsorenlauf erlaufen kann. Ja, das geht mit einer Szenariorechnung. Guckt mal. Man braucht dafür ein paar Zahlen, also ein paar Annahmen, mit denen man loslegt. Wie viele Teilnehmer, wie viele Runden die ungefähr laufen und natürlich euer Ziel. Dann könnt ihr euch das vorher ausrechnen, indem ihr euch überlegt, was für Typen von Teilnehmern ihr habt. Also hier die Schule hat gesagt, sie haben Sammler, sie haben Omas Liebling, den Glückspilz, den Jackpot-Typ und den Unmotivierten. Und dann werden jetzt für jeden Typ Hypothesen aufgestellt, wie viele Spender er mit wie viel Euro gewinnt und wie viele Runden er läuft. Guckt mal. Das wäre bei dem Sammler, naja, so ein mittelkleiner Haufen, der erwirtschaftet 80 Euro. Bei Omas Liebling ist das nicht so viel. Der schafft nur 52. Der Glückspilz liegt so in der Mitte mit 64 Euro. Der Jackpot, das ist einer der zwei Großsponsoren, der 2 Euro findet, der schießt den Vogel ab mit 160 Euro. Und dann gibt es noch den Unmotivierten. Der kümmert sich gar nicht richtig, findet nur einen Alibi-Sponsor und läuft auch weniger als die anderen. Da kommen nur 2 Euro rein. Und was macht ihr jetzt mit diesen Alternativen, mit diesen Typen? Stellt euch vor, die verteilen sich unterschiedlich in eurer Lauf-Community. Dann gibt es zum Beispiel 4 Möglichkeiten, die ihr euch vorstellen könnt. Also 4 mögliche Ergebnisse. Das erste wäre, diese 5 Typen sind gleichmäßig verteilt. Von jedem gibt es an eurer Schule 20%. Dann würdet ihr 78.760 Euro erlaufen. Jetzt stellt euch vor, ihr habt weniger Unmotivierte, nur 10%, und der Rest ist gleich verteilt. Hey, dann sind das schon 10.000 Euro mehr. Dann stellt euch vor, ihr habt 60% Unmotivierte, also eigentlich haben eure Mitschüler alle gar keine richtige Lust. Hoppla, dann kommen nur noch 40.000 Euro raus. Das ist nur halb so viel. Und jetzt denkt euch mal, wenn ihr nur 5% Unmotivierte habt und die Sammler sind noch motivierter und schaffen 15 statt 10 Kleinsponsoren, ey, dann landet ihr bei den 103.000 Euro, dann schafft ihr euer Ziel. Was bedeutet das? Zwischen den möglichen Ergebnissen liegen 60.000 Euro, also mehr als die Hälfte Unterschied. Und ihr merkt, der Erfolg des Laufes hängt von der Motivation der Läufer ab, Sponsoren zu finden. Und was motiviert euch und eure Mitschüler? Also hier an der Schule, die als Beispiel dient, war das eine Leitidee, die gemeinsam mit den Schülervertretern formuliert wurde. Das kann aber auch etwas sein, was ihr gemeinsam findet, was ihr gerne machen wollt, anstelle von dieser Idee hier. Oder ihr wollt vielleicht jetzt gerade für die Ukraine möglichst viel Geld spenden. Und wie kann ein Lehrer die Schüler motivieren? Also erstmal über das Ziel ins Gespräch kommen. Dann Möglichkeiten nennen, wie man spenden, woher man Spenden kriegen kann. Mit den Schülern im Gespräch bleiben und vielleicht kann der Lehrer, die Lehrkraft selber ihre Motivation zeigen, indem sie irgendwas besonders Gutes tut. Und dann gibt es noch Tipps dafür, wie die Schüler sich selbst motivieren können. Ein paar coole Ideen. Und damit vielen Dank für diese Idee von der Szenariorechnung an das Gymnasium Lehrte. Bei uns bekommt ihr jemanden, der euch bei eurem Sponsorenlauf unterstützt. Ihr könnt noch ein Tool nutzen, mit dem ihr Aufwand spart und mehr Spenden ermöglicht. Und ihr könnt uns jederzeit gerne anrufen. Telefon steht auf dem Chart, was ihr bekommt.